Grüß Gott. Servus. Ja, guten Morgen. Guten Morgen und herzlich willkommen heute hier zu unserer Pressekonferenz in der Allianz Arena, die anlässlich der Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Thomas Tuchel stattfindet. Aber wir wollen es diesmal zweigeteilt machen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, zuerst Ihre Fragen an Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić zu stellen bezüglich der Freistellung von Julian Nagelsmann. Und danach werden wir den Thomas Tuchel dann dazu holen, damit man ihn dann vorstellen kann und wir Ihre Fragen dann zu Thomas Tuchel haben. Ich starte vielleicht gleich mal mit einer Frage an unseren Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn. Warum kam es zur Trennung von Julian Nagelsmann? Ja, zunächst mal danke, Stefan. Ich glaube, die letzten Tage waren für uns alle schwierig. Es waren keine einfachen Tage und gehen Sie davon aus, dass es auch die ein oder andere Nacht gab, in der ich nicht wirklich gut geschlafen habe. Das sind auch so die Seiten dieses Jobs, die nicht besonders viel Spaß machen, aber das gehört eben auch dazu, vor allem wenn man sich, wenn man einen Trainer freistellt und dahinter steht ja auch ein Mensch, Julian Nagelsmann, mit dem wir jetzt 2 Jahre zusammengearbeitet haben. Und es hat sich auch nichts groß verändert. Julian ist, wissen wir alle, ein exzellenter, ein sehr, sehr guter Trainer. Und ich glaube auch menschlich haben wir uns in diesen vergangenen 1,75 Jahren doch ja, immer gut verstanden und auch gut zusammengearbeitet. Wir haben natürlich die Pflicht, und es ist auch unsere Verantwortung und Aufgabe, für den sportlichen Erfolg zu sorgen. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, naja, wo kommt denn das her, dass die Leistungen der Mannschaft, dass es da so große Schwankungen gibt. Und ich habe ja auch irgendwo gehört, wir hätten irgendwie, es wäre eine Panikreaktion oder sonst irgendwas. Das hat mit Panik überhaupt nichts zu tun, sondern wir haben alles uns genau angeschaut. Wenn das irgendwie eine Reaktion aus der Emotion heraus gewesen wäre, dann hätten wir die ja eher dann am Montag gleich getroffen. Aber das haben wir ja nicht getan, sondern wir haben uns alles nochmal angeschaut. Und ich habe es gerade gesagt, wo kommen diese Schwankungen her? Und das Ganze hat ja schon so ein bisschen auch in der letzten Saison begonnen, dann auch mit den unkonstanten Leistungen, Villarreal, dann auch das Pokalspiel gegen Gladbach. Trotzdem ist diese Mannschaft immer auch in der Lage, ja, Highlights zu setzen, großartige Leistungen zu bringen, aber dann eben auch immer wieder zeigt sie unverständliche Schwächen in der ein oder anderen Situation. Wir haben dann ja auch den Kader nochmal verstärkt vor Beginn der Saison und ich denke, wir haben jetzt da einen der besten Kader in Europa und trotzdem ist die Kontinuität, die Leistungskontinuität der Mannschaft nicht wirklich besser geworden. Und jetzt dann auch mit dem Beginn der Rückrunde können wir natürlich mit den Resultaten, aber auch mit den häufig gezeigten Leistungen nicht zufrieden sein. Das ist einfach der Anspruch. Das ist der Anspruch, den wir als FC Bayern München haben, das ist der Anspruch, der in der DNA des FC Bayern verankert ist. Und
Wir alle wissen, wir haben dann mit, nach der Winterpause mit 3 Unentschieden sind wir dann gestartet, sind dann sehr, sehr schwer in die Saison gekommen. Und wenn man sich eben jetzt dann zum heutigen Tag alles anschaut, dann ja, haben wir aus 10 Spielen 5 in der Bundesliga gewonnen, 3 Unentschieden gespielt und 2 verloren. Ich wiederhole mich gern nochmal, das ist nicht unser Anspruch. Und auch die Mannschaft hat es ja schon artikuliert. Und deswegen mussten wir dann irgendwann eben eine Entscheidung treffen. Und wir alle wissen, die Ziele beim FC Bayern sind immer die höchsten. Und natürlich hätten wir uns es jetzt einfach machen können. Und hätten jetzt es weiterlaufen lassen können und hoffen können, dass wir jetzt endlich diese Konstanz bringen, die wir uns alle wünschen. Ich glaube, wir haben die Spiele gesehen, wir haben das Spiel gesehen gegen Paris Saint-Germain, wo die Mannschaft ja gezeigt hat, was sie kann und zu was sie fähig ist. Und da wir aber jetzt unsere Ziele als nicht nur für diese, sondern dann eben auch für die nächste Saison einfach als gefährdet angesehen haben, sind wir irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass wir, dass wir Julian freistellen. Also unterm Strich war das sehr, sehr wohl überlegt. Es war ein Prozess und ganz bestimmt nicht jetzt hier irgendeine emotionale Reaktion wegen eines Spiels. Ja, vielen Dank, Oliver. Hasan, der Zeitpunkt der Entlassung war für viele überraschend. Warum ausgerechnet dieser Zeitpunkt so in der Saison, zu dem Zeitpunkt der Saison, wo es in die heiße Phase geht? Na ja, erstmal, ihr könnt euch ja vorstellen, wie schwierig das für mich emotional ist, mit Julian, sage ich mal, das zu beenden. Wir haben eine sehr gute, vertrauensvolle Arbeit, Zusammenarbeit gehabt. Es ist wirklich schwer gewesen, diese Entscheidung zu treffen. Ich weiß, es ist auch keine populäre Entscheidung in diesem Moment. Man kann sie verstehen oder auch nicht, aber wir haben uns das, wie der Oliver das gesagt hat, wohl überlegt, nach bestem Wissen und Gewissen und haben für den FC Bayern die beste Entscheidung unserer Meinung nach getroffen. Wir haben angefangen im März letzten Jahres diese wellenartige Leistungskurven gehabt, immer wieder Phasen, wo wir diese Leistungen überhaupt nicht gebracht haben, wo wir unverständlich Spiele aus der Hand gegeben haben, verloren haben. Im September auch wieder eine Phase gehabt, wo wir uns schwer getan haben. Vor der WM haben wir das ordentlich gemacht, sehr gut gemacht. Aber wenn man, und das haben wir natürlich alles analysiert, ist ja auch unser Job, wenn man jetzt den zweiten Part der Saison anschaut, muss man sagen, dass es jetzt auch keine Phase mehr ist, sondern einfach diese Konstellation nicht mehr gepasst hat. Wir haben, wie Oliver gesagt hat, von 10 Bundesligaspielen 5 verloren und vielleicht von und diese 5, die wir gewonnen haben, auch uns sehr schwer getan haben. Vielleicht auch von denen 2 hätten unentschieden spielen müssen. Wenn diese Leistungskurve ständig nach unten geht, wenn die Spieler nicht in Topform kommen, wenn die Entwicklung genau in die andere Richtung geht, auch wenn wir natürlich zwischendurch, muss man auch sagen, dieses Paris-Duell sehr, sehr gut gemacht haben und Paris ausgeschaltet haben, aber wenn man sich jetzt wieder das Spiel gegen Leverkusen angeschaut hat, wo wir wirklich erste Halbzeit überhaupt nicht da waren, keine Zweikämpfe richtig geführt haben, uns vorgeführt haben,
natürlich von der Mannschaft, die auch Donnerstag schon gespielt hat, dann mussten wir natürlich uns Montag hinsetzen und nochmal Spiel für Spiel, nochmal Phase für Phase anschauen, analysieren. Und wie ich schon gesagt habe, haben wir gesehen, dass das keine Phase mehr war, sondern dass diese Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gepasst hat und mussten eine Entscheidung treffen. Wie schon gesagt, aber es ist keine einfache Entscheidung gewesen. Aber wenn diese Leistungskurve nach unten zeigt, ständig, dann muss man reagieren und muss man eine, wie hart sie auch ist, eine Entscheidung treffen. Ja, vielen Dank, Hassan. Viele Handzeichen. Torben Hoffmann von Sky. Ja, eine Frage an beide. Was würden Sie sagen, haben Sie dann letztendlich auch in der Öffentlichkeit für ein Bild abgegeben, weil ja eigentlich von allen Vereinsverantwortlichen in den letzten Wochen, muss man ja sagen, das liegt noch gar nicht so lange zurück, doch klare Bekenntnisse in die Richtung von Julian Nagelsmann gegangen sind. Es hieß Langzeitprojekt, wir planen mit ihm, super Trainer, die Diskussionen kommen von außen, kommen von uns, wie auch immer. Warum dann diese klaren Bekenntnisse zu Julian Nagelsmann, um dann eben jetzt in der Länderspielpause dann doch zu entscheiden, den Trainer zu entlassen? Hätte man das nicht anders moderieren können? Also ganz klar, also wir haben ja bis zur letzten, von der ersten bis zur letzten Minute, bis 23 Uhr am Sonntag an Julian geglaubt und an das Trainerteam geglaubt, weil, und haben den unterstützt. Ich glaube, jeder weiß, wie vertrauensvoll diese Zusammenarbeit war, wie wir uns gegenseitig unterstützt haben, wir immer da mit dem Rat zur Seite gestanden sind. Wir haben viel diskutiert, haben über Trainingseinheiten, über Spiele, über uns immer ergänzt. Wir haben versucht, Julian immer zu unterstützen. Aber wie gesagt, und ich glaube, da ist das auch klar, dass wir das, muss man sagen auch, dass der Julian ein Top-Trainer ist und wir haben einen Top-Kader, aber wie ich schon gesagt habe, diese Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer hat einfach nicht gepasst. Wir haben bis zur letzten Sekunde, von der ersten bis zur letzten Sekunde hinter Julian gestanden, aber mussten dann am Ende diese harte Entscheidung treffen. Ich halte es auch als absolute Verpflichtung, ja, sowohl von Hassan als auch von mir, den Trainer Julian Nagelsmann in allen Situationen immer hinter ihm zu stehen und ihn auch zu stützen. Und Hassan hat es gesagt, wir haben viel geredet, viele Diskussionen, immer sehr offenen Austausch gehabt und waren auch immer davon überzeugt, dass, auch das hat Hassan gesagt, Julian ist ein hervorragender Trainer, dass sich das eben jetzt irgendwann dann auch auf dem Platz zeigt, dass es sich bei den Resultaten zeigt. Das hat es aber eben so dann nicht mehr getan. Und dann muss man eben auch, und das ist unsere Aufgabe, diese Verantwortung wahrnehmen und eben auch unpopuläre Entscheidungen mal treffen, die eben nicht jeder sofort versteht. Vielen Dank. Weil das Mikro gerade noch da oben ist, machen wir da weiter und dann kommen wir hier hin. Marc Gabel von RTL. Inwieweit, auch eine Frage an beide, inwieweit hat auch der Zeitdruck eine Rolle gespielt, dass Thomas Tuchel natürlich möglicherweise dann jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer, dann tatsächlich vom Trainermarkt weg gewesen wäre? Also dass der Faktor Zeit und dass man da jetzt schnell handeln muss, hat wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt, oder? Ja, wir haben uns, wie ich schon gesagt habe, als wir das Spiel in Leverkusen verloren haben, haben wir uns am Montag zusammengesetzt und haben nochmal alles analysiert. Fußball ist einfach ehrlich, wenn man die Daten anschaut, wenn man die Ergebnisse anschaut und oft gleicht sich das auch in der Saison aus, dann muss man einfach sagen, dass man, wenn man sieht, dass diese Leistungskurve nach unten geht, dann ist man ja, vielleicht auch gezwungen zu reagieren, wie Oliver schon gesagt hat, man hätte sich das weiter anschauen können und vielleicht weiter laufen lassen können. Wir haben geglaubt, zwischendurch haben wir gehofft, aber wenn man dann am Ende nicht mehr überzeugt ist,
dann muss man reagieren. Und dann glücklicherweise ist natürlich auch so, dass jetzt so eine Top-Option am Markt war. Und dann ging das schnell. Ja, vielen Dank. Dann machen wir Tobias, oder dann, weil das Mikro ist, dann machen wir jetzt ganz kurz darum, Julian Wolf. Oder machen wir Tobias Altscheffel. Ich will das Mikro jetzt nicht in Rotation bringen. Tobias Altscheffel von Spielbild und Sportbild. Ich habe eine Frage an Oliver und an Hassan. Oliver, der Torben Hoffmann hat es ja gerade richtig gesagt, er hat den Julian Nagelsmann sehr stark unterstützt. Wie war es denn, als du ihn am Donnerstagabend dann angerufen hast? Wie war seine Reaktion? War er vor den Kopf geschlagen, hat er es nicht verstehen können? Und Hassan, du bist der, der wahrscheinlich am ehesten oder am meisten das Ohr an der Mannschaft hat neben dem Trainer. Du sagst, es hat irgendwann zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gepasst. Es geht ja viel um die Kabine beim FC Bayern. Man hat Julian Nagelsmann die Kabine gewissermaßen verloren, oder wo waren da die größten Probleme zwischen Mannschaft und Trainer im Zusammenspiel? Vielen Dank. Also für uns hat er das im Rahmen dieses ganzen Prozesses absolute Priorität, dann eben auch zuerst mit Julian zu sprechen und ihm eben dann auch unsere Entscheidung mitzuteilen. Und das haben wir dann auch gestern getan, und auch das war ein sehr offenes Gespräch, und auch Julian war natürlich, gibt es schönere Dinge im Leben, natürlich ist man da auch ärgerlich und versucht zu verstehen. Trotzdem muss ich sagen, ich habe es gesagt, er war sehr, sehr offen, und wir haben eben die Situation genauso erklärt, wie wir sie Ihnen hier gerade erklären, was wir gesehen haben, was wir analysiert haben. Und er hat das aufgenommen, er hat das verstanden. Und in vielen Bereichen haben wir ähnliche Gedanken. Und ja, unterm Strich war das, denke ich mal, so, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Ich habe es gerade gesagt, nachdem wir jetzt ein Dreiviertel Jahre immer offen und ehrlich auch zusammengearbeitet haben. Vielen Dank. Hassan, möchtest du noch? Ja, wie ich schon gesagt habe, die Konstellation, sag ich mal, hat man ja gesehen, wenn diese, da sieht man ja, sag ich mal, Abbild von allen sieht man dann auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz und natürlich in der Bundesliga oder in den Pflichtspielen. Man hat ja gesehen, dass wir es nicht schaffen, eine homogene Leistung auf den Platz zu bringen, dass wir diese Energie nicht auf den Platz bringen. Vielleicht punktuell, ab und zu mal, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn eins Mannschaft und Trainer, sag ich mal, normalerweise zwei sein müssen, und bei uns ist eben minus 0,5 ist, und wir immer kämpfen und sag ich mal, Bochum in diesem Wert irgendwo oder Mannschaften, die unten stehen, bei allem Respekt, wir immer kämpfen müssen und viel aufbringen müssen, dass wir irgendwie die Spiele gewinnen. Bei diesem Invest, was wir haben, ist natürlich dann kommen wir natürlich zu diesem, in der Analyse, zu den Ergebnissen, dass wir eben reagieren müssen. Und ich glaube, dieses Abbild, diese Konstellation hat einfach nicht mehr gestimmt. Ja, vielen Dank an Julian Wolf von Welt am Sonntag. Ja, hallo an beide und auch Frage an beide. Nochmal in Bezug auf die Mannschaft, Hassan, du hast es nach dem Leverkusen-Spiel auch sehr hart kritisiert, was die Einstellung mancher Spieler angeht. Und es gab immer wieder Undiszipliniertheiten auch in den vergangenen Monaten. Vielleicht kann der Trainer da was für. In erster Linie ist es wahrscheinlich Eigenverantwortung der Spieler. Also ein bisschen zugespitzt gefragt, inwiefern habt ihr das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft diesen Trainer auch irgendwo auf dem Gewissen hat jetzt? Ja, ich habe es gerade gesagt. Also
Wir müssen einfach, wir schauen die Trainingseinheiten, wir schauen natürlich die Pflichtspiele, und wenn diese Energie dann nicht stimmt, und das haben wir ja in Leverkusen am besten nochmal gesehen, nochmal die Bestätigung bekommen, wie wir uns, wie ich schon gesagt habe, die Leverkusener haben natürlich am Donnerstag gespielt, sind nochmal zurückgereist, und wir waren einfach nicht in der Lage, die Mentalität, die Zweikämpfe überhaupt einmal richtig zu führen. Deswegen mussten wir uns nochmal zusammensetzen und müssten nochmal analysieren. Wie ich schon vorher gesagt habe, wenn man eben diesen zweiten Part der Saison sieht, dann ist das keine Phase mehr, sondern die Leistungskurve immer weiter nach unten zeigt, dann ist man gezwungen zu reagieren. Vielen Dank. Machen wir weiter bitte mit Georg Holzner vom Kicker. Ja, auch eine Frage an beide. Wenn man diese knapp 2 Jahre jetzt von Julian Nagelsmann nochmal rückblickend bewertet und auch die Entscheidungsfindung damals, als man ihn verpflichtet hat, war das vielleicht von Seiten des FC Bayern auch ein bisschen naiv zu glauben, dass ein 33-Jähriger diese Mannschaft führen kann? Oder ist es auch zwischendurch so, dass man ihm zu viele Freiheiten auch gegeben hat mit Wunschspielern, die man ihm ermöglicht hat, oder auch mit dem Torwarttrainerwechsel und so weiter? Oder ist es, kommt noch mit dazu, dass man ihn vielleicht auch hätte mehr unterstützen müssen, weil er eben noch sehr jung ist und vielleicht auch von der Führungsetage mehr Unterstützung gebraucht hätte, um diese Mannschaft zu führen? Ich habe es gesagt, Julian ist ein Top-Trainer, wir haben einen Top-Kader, aber nach 1,75 Jahren muss man sagen, und wie ich schon gerade gesagt habe, wenn man diesen zweiten Part der Saison sieht, dann hat die Konstellation einfach nicht gestimmt. Und wir haben, natürlich haben wir den Trainer von der ersten Minute, so wie Sie sagen, zu 100% unterstützt. Ich glaube, das haben auch diese Gespräche, wie der Oliver gesagt hat, gestern, wie vertrauensvoll wie wir miteinander umgegangen sind, gezeigt. Wir werden das immer wieder machen und haben den Julian von der ersten bis zur letzten Minute unterstützt. Das muss auch so sein. Wir haben Vertrauen ineinander gehabt, aber wie gesagt, wir müssen nach bestem Wissen und Gewissen die beste Entscheidung für den FC Bayern treffen. Das haben wir getan. Oliver, und du noch? Ja, es gab ja auch mal eine Phase, ich glaube, das war noch zur Corona-Zeit, wo Julian ja auch von der Kommunikation sehr, sehr im Fokus gestanden ist, was natürlich auch, normal ist, weil eben ein Trainer ja auch ein-, zweimal in der Woche eben zur Pressekonferenz muss. Und er hat da viele, viele Themen, was ja auch eines seiner Stärken ist, hat er viele Themen auch, ich will nicht sagen wegmoderiert, aber er hat über vieles gesprochen. Und damals wurde ja dann auch so ein bisschen darüber diskutiert, genau diese Frage, sollten wir uns da nicht noch mehr involvieren? Darauf habe ich ja auch gesagt, ich bin auch ein bisschen in mich gegangen, habe mich überprüft und bin ja dann auch mehr nach außen gegangen. Und ab diesem Zeitpunkt war das eigentlich so, wie Hasan das gesagt hat. Ich glaube, dass wir ständig im Austausch waren, dass wir über alle Themen diskutieren konnten, dass wir auch mal die Möglichkeit hatten oder ich auch mal die Möglichkeit hatte, hier die ein oder andere Erfahrung aus meiner Zeit auch an ihn weiterzugeben. Also ich denke, dass sich diese Zusammenarbeit mit Julian dann auch aufgebaut hat und dass wir dann wirklich alles dafür getan haben, ihn bestmöglichst zu unterstützen. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch 2 oder 3 Fragen zulassen, bevor wir dann zum zweiten Teil mit Thomas Tuchel kommen. Florian Kienast vom Spiegel. Frage an beide. Ich wollte ganz gerne noch mal auf die Konstellation eingehen, die Sie erwähnt haben, zwischen Mannschaft und Trainer. Haben Sie denn auch versucht, mal in die Mannschaft reinzuhören? Also haben Sie das Gespräch gesucht mit Spielern, um zu eruieren, wie das funktioniert, wo es vielleicht nicht klappt? Oder war es so, dass, wie damals bei Niko Kovac, was man gehört hat, Führungsspieler zum Vorstand gekommen seien, um zu sagen, dass es nicht mehr funktioniert? Sind Spieler denn aktiv zu Ihnen gekommen und haben erzählt, wo die Probleme liegen? Wir sind wirklich im ständigen Austausch mit den Spielern und wir haben wirklich ehrliche Spieler. Das ist ein Top-Kader, das sind super Jungs. Aber leider sieht man ja, dass diese Leistung, diese
Topform nicht auf den Platz bringen. Das muss man eben analysieren, haben wir auch oft darüber gesprochen. Aber oft gibt es natürlich auch diese Situationen, wo man sich das nicht so richtig erklären kann. Warum kriegen wir nicht diese Disziplin auf den Platz, diese Energie auf den Platz, diese Mentalität auf den Platz? Darüber haben wir oft gesprochen. Wie ich schon gesagt habe, Julian ist Top-Trainer, aber diese Konstellation hat irgendwie nicht gestimmt. Ja, als Vorstandsvorsitzender habe ich natürlich ein sehr, sehr breites Aufgabenspektrum. Heißt, es gibt noch viele, viele Dinge, die ich ja zusätzlich noch auch bewältigen muss. Sportpolitische Dinge, auch mich natürlich um die finanzielle Entwicklung des Vereins, all diese Dinge zu kümmern. Trotzdem ist es natürlich der Kernbereich für mich, auch bei der Mannschaft zu sein, auch mein Ohr nah an der Mannschaft zu haben. Deswegen ist ja auch die Zusammenarbeit zwischen Hassan und mir extrem wichtig. Und ich versuche auch immer, das Gespräch zu suchen, mal die Spieler zu mir ins Büro auch kommen zu lassen, mal einen Kaffee zu trinken, hier und da mal reinzuhören. Und ich glaube, das ist ja auch die Stärke dieses Clubs, die Stärke dieses Vereins. Deswegen sitzen wir beide ja auch hier. Und dass der Vorstandsvorsitzende eben auch aus dem Sport kommt, das ist ja ein gewolltes Modell, was es so ja nur noch bei Ajax Amsterdam gibt mit Edwin van der Sar. Und das ist gewollt, dass auch ich natürlich immer wieder versuche, da wo es möglich ist, eben mal mit den Spielern zu sprechen, hier und da auch mal Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, dass uns das in der letzten Zeit sehr, sehr gut auch gelungen ist und wir zu jeder Zeit auch ein sehr klares Bild hatten, wie denn die Spieler denken, wie sie fühlen und in was für einer Situation sie sich befinden. Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit, aber wir wollten es Ihnen ermöglichen. Jetzt machen wir die letzte Frage noch, Julian Buhl von T-Online. Zu dem Komplex, du hattest dich gemeldet? Ja. Zu dem Komplex, bevor wir dann den Thomas Tuchel dazu bitten. Ja, Sie haben beide davon gesprochen, dass die Entlassung schwierig und auch emotional für Sie war. Wie war die Reaktion von Julian Nagelsmann da? War da die Enttäuschung auch spürbar, vielleicht auch über die Art und Weise, wie die Trennung jetzt abgelaufen ist? Er hat ja auch schon vorher davon gelesen, Anfang der Woche gab es noch das Statement von Herbert Heiner mit dem Langzeitprojekt. Tatsächlich war es wirklich, und habe ich auch am Anfang gesagt, wirklich eine schwere und emotional schwere Entscheidung für uns beide, besonders für mich, der jeden Tag mit Julian in der Kabine saß, jeden Morgen zusammen diskutiert haben, uns ausgetauscht haben. Klar ist es immer wirklich, wenn es so vertrauensvoll ist, wenn man so eine Bindung hat, so eine Entscheidung zu treffen, glauben Sie mir, sehr schwer. Wir haben diesen Prozess angefangen erst Montag, nachdem wir alles analysiert haben und nicht in einer Sekunde war vorher ein Gedanke, einen anderen zu kontaktieren oder irgendwas anderes zu machen, sondern es war uns wirklich klar, dass wir wollten immer bis zur letzten Sekunde einfach hinter Julian stehen, ihn unterstützen. Und dann, als wir das analysiert haben, als wir die Entscheidung getroffen haben, dass, wie ich schon gesagt habe, diese Leistungskurve einfach oder dieser Trend einfach nicht mehr nach oben geht, dann haben wir Thomas Tuchel kontaktiert. Dienstag das erste Mal getroffen und dann ging der Prozess ganz schnell zu Ende. Natürlich war das auch für Julian dann, als er davon mitbekommen hat, schwer, ist klar, aber wir haben
als Thomas Tuchel eben zugesagt hat, als ersten Julian angerufen. Wir konnten nichts dafür, dass es vorher, und ich glaube, ihr wisst ja alles, dass wir damit gar nichts zu tun haben, sondern dass das von der dritten Person durchgeleakt wurde sozusagen, bevor wir überhaupt die Zusage von Thomas Tuchel hatten. Deswegen war uns wichtig, ganz wichtig, dass wir als ersten Julian anrufen, dass wir ihm sagen, dass wir ein persönliches Gespräch führen wollen. Und natürlich ist das in dem Moment emotional schwierig. Aber wie gesagt, gestern haben wir diese Gespräche geführt, nicht nur mit Julian, sondern mit den Co-Trainern. Und die Gespräche waren einfach vertrauensvoll und wie bis zum letzten Moment die Zusammenarbeit einfach gut, verständnisvoll. Und jeder von denen hat das ja eben so gut wie möglich verständnisvoll aufgenommen. Ich glaube, da haben wir uns sehr, sehr korrekt, fair verhalten, so gut es natürlich möglich ist in diesem Prozess. Danke, Oliver, wenn du noch dazu was sagen möchtest, sonst können wir auch den Teil jetzt dann beenden. Herzlichen Dank. Wir holen den Thomas Tuchel rein. Kurzer Break, 2-3 Minuten und dann zum zweiten Teil. Danke.
So, hello again. Jetzt zum zweiten Teil unserer heutigen Pressekonferenz, wie angekündigt. Jetzt die Vorstellung und Ihre Fragen zu Thomas Tuchel. Und wie zuvor würde ich gerne mit einer Frage an jeden der drei starten und beginne mit unserem neuen Cheftrainer. Herzlich willkommen in München, Thomas Tuchel. Dankeschön. Was hat dich dazu bewogen, Thomas, zum FC Bayern zu kommen? Was waren deine Gründe, beim FC Bayern Cheftrainer zu werden? Also zunächst mal bin ich davon überzeugt und glaube ich, dass eine Ehre und eine Auszeichnung ist, von Bayern München angefragt zu werden. Ich habe das gestern dann auf der Geschäftsstelle gemerkt, wenn du dann ganz spät am Abend an der Säbener Straße die Unterschrift unter den Arbeitsvertrag setzt bei Bayern München, dann ist das was sehr Außergewöhnliches und ist eine Ehre und eine Auszeichnung, angefragt zu werden, die Möglichkeit zu haben, für den Club zu spielen. Es ist, da gilt auch wirklich mein ausdrücklicher Dank für das Vertrauen an Olli, an Brazzo, an Herbert Heiner und an Uli Hoeneß. Man merkt einfach, wenn man an die Säbener Straße kommt und auch wenn man im Ausland arbeitet, ein paar Jahre, wir sind einer der größten Clubs in Europa und damit auch in der Welt, der erfolgreichsten Clubs. Die DNA des Clubs ist eine Verpflichtung, sie ist ganz klar definiert. Ich glaube, dass es das auch selten gibt und bei den Bayern ist einfach ganz klar, es geht ums Gewinnen. Es geht auch um die Art und Weise des Gewinnens, aber es geht ums Gewinnen. Somit sind die Verantwortung, die Verpflichtung ist klar, es kann keine Missverständnisse geben. Ich glaube, dass der Kader dementsprechend zusammengestellt ist und es ist einer der talentiertesten und besten Kader in Europa aktuell. Das ist eine riesige Herausforderung, eine große Freude, eine große Vorfreude von mir und meinem Trainerteam, mit diesem Kader zu arbeiten, den der FC Bayern da zusammengestellt hat, weil er eben diese Verpflichtung fühlt, zu gewinnen. Und man kann mit diesem Kader um jeden Titel spielen. Sind konkurrenzfähig auf absolut höchstem Niveau. Das ist natürlich dann auch eine große Verpflichtung für mich. Und deshalb ist es eine Vielzahl von Gründen. Am Ende ist es auch ein persönlicher Grund natürlich für mich, in der Nähe meiner Kinder, meiner Familie, in dem Bundesland zu arbeiten, in dem ich geboren bin. Ist ja haarscharf an der Grenze zu Baden-Württemberg, aber trotzdem noch Bayern. Und das ist dann eine Konstellation aus verschiedenen Gründen, die es einfach ermöglicht haben, auch ganz schnell sozusagen. Wunderbar, vielen Dank. Dann meine Frage an Hasan Salihamidžić. Schilder uns doch mal den Ablauf der Verpflichtung von Thomas Tuchel ab dem Moment, sagen wir mal, ab dem Sonntagsspiel, ab der Niederlage in Leverkusen. Also jetzt habe ich es erklärt, wie das erstmal war am Sonntagabend. War natürlich super enttäuscht, haben Montag uns zusammengesetzt, haben wir beim FC Bayern und dann habe ich Dienstagmittag mein Telefon genommen und habe Thomas angerufen. Dann sagt er, was willst du? Ich sage, wenn du keinen Bock hast, dann leg auf. Und wir sind alle Profis, wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass wir so einen Topmann jetzt brauchen, dass wir jetzt den Trainer brauchen, der ja große Erfahrungen gesammelt hat im Ausland, natürlich auch eher in Deutschland, bei Mainz und Dortmund und dann schwierige Aufgaben hatte in Paris, Chelsea große Erfolge gefeiert hat. Dann haben wir uns Dienstagabend getroffen, haben ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt und klar, muss ich mich auch bedanken, dass er war von der ersten Sekunde, glaube ich, sehr heiß, sehr da. Wir haben über alles gesprochen, über die Probleme gesprochen, aber auch natürlich viel über Fußball gesprochen. Und dann in den nächsten zwei Tagen, Mittwoch, Donnerstag, habe ich mit seinem, oder Marco und ich haben verhandelt, haben versucht, schnell eine Lösung zu finden. Und ich glaube, in zwei Tagen so ein Ergebnis zu erzielen, war schnell. Aber wir haben uns sofort verstanden. Wir kennen uns natürlich auch von früher. Wir haben vor vier Jahren schon mal gesprochen. Und das hat leider damals nicht geklappt.
Aber diesmal haben wir es ganz schnell hingekriegt, weil der Thomas auch unbedingt wollte und wir natürlich auch total überzeugt waren, dass wir Thomas an die Sebener Straße bringen wollen. Wie ich schon gesagt habe, dann haben wir das zu Ende verhandelt, haben dann ja, auch Julian angerufen, haben, wie ich schon vorhin gesagt habe, als die Zusage kam, der erste, den wir angerufen haben, oder den Oliver und ich angerufen haben, war Julian, haben dann ihm gesagt, dass wir ein persönliches Gespräch haben wollen und haben eben neuen Trainer Thomas Tuchel damit willkommen. Danke. Herzlichen Dank, Hasan. Dann meine Frage noch an Oliver. Warum ist Thomas Tuchel der richtige Trainer für den FC Bayern? Ja, ich denke, über seine Qualitäten als Trainer, da müssen wir jetzt nicht diskutieren. Die sind überragend. Und wenn man auch seinen Werdegang verfolgt, auch das ist beeindruckend. Auch in Paris Saint-Germain als Trainer gearbeitet und so eine Truppe zu führen, ich glaube, da gibt es auch wesentlich Einfacheres auf der Welt, mit diesen ganzen Superstars dort zurechtzukommen, und hat ja auch Paris dann ins Champions League Finale geführt und auch bei der nächsten Station dann bei Chelsea ja sofort von Anfang an, vom ersten Tag an sehr, sehr erfolgreich gearbeitet, Champions League Sieger geworden. Und ja, das ist eine beeindruckende Vita. Und da steckt natürlich auch Entwicklung, immer auch eine persönliche Entwicklung dahinter. Ja, und deswegen sind wir sehr, sehr glücklich und froh, dass wir, dass Thomas Tuchel jetzt unser Trainer ist. Ja, vielen Dank, Oliver. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Martin Volkmer von RAN. Nee, Entschuldigung. Dann hier ist der Martin Volkmer. Geht es? So, jetzt aber. Danke. Vielen Dank. Herr Tuchel, vielleicht können Sie mal sagen, wie nah waren Sie denn am FC Bayern? 2017, 2018 war es, glaube ich, zweimal. Waren Sie damals selber noch nicht so weit oder wären Sie damals schon gekommen? Und die zweite Frage, stimmen die Berichte, dass Ihre Seite da auch ein bisschen Druck gemacht hat nach dem Motto, entweder jetzt, sonst könnte es wieder zu spät sein, weil andere Angebote auf dem Tisch liegen? Nein, das ist nicht die Art der Verhandlungen, nicht die Art der Kommunikation. Die passt weder zu mir noch zu meinem Management, die mich vertreten. Es war sehr überraschend, der Zeitpunkt war total überraschend, auch am Dienstag für mich. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, es gab keinerlei Kontakte vorher. Deshalb war, um Ihre Frage zu beantworten, meine grundsätzliche Idee, oder ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich meine Karriere im Ausland fortsetze, weil ich, wie gesagt, keinen Kontakt hatte, nicht damit gerechnet habe. Aber das als Druckmittel zu benutzen, liegt uns absolut fern. Das erste Gespräch war spät am Dienstagabend, als ich damit konfrontiert wurde. Und wie öfters bei mir, muss ich dann auch mal drüber schlafen und mal drüber nachdenken, was jetzt eigentlich gerade passiert, weil wir eigentlich damit nicht gerechnet haben. Und trotzdem die Begeisterung, die Größe der Aufgabe, die Herausforderung hat dann sofort überwogen. Und dann, glaube ich, kann man es auch nur in zwei Tagen hinbekommen, wenn sich alle sicher sind und wenn man offen und sehr direkt und ganz klar miteinander kommuniziert und nicht taktiert auf und nicht andere Vereine und andere mögliche Optionen anführt, um Druck auszuüben. Es war schon mal sehr eng, dann war aber Jupp Heynckes noch im Amt, und ich finde, der FC Bayern hatte damals jedes Recht auf Jupps Entscheidung zu warten, und ich finde, der FC Bayern hatte damals auch, und das habe ich auch dann in dem letzten Telefonat, das wir damals geführt haben, als meine Entscheidung für Paris feststand,
ganz klar gesagt, dass ich niemanden böse bin und das auch gar nicht persönlich nehme, weil ich hätte es wahrscheinlich damals an Uli Hoeneß seiner Stelle auch getan, im Jupp das nicht zu glauben und einfach so lange wie möglich zu hoffen und zu warten, dass er doch noch weitermacht. Ich konnte nur damals nicht warten auf diese Entscheidung, weil dann in der Zwischenzeit eine sehr reale Option kam und dann ist es so wie jetzt. Es war auch damals dann nicht angemessen, weder den FC Bayern unter Druck zu setzen oder Paris unter Druck zu setzen und das gegeneinander auszuspielen, sondern für mich geht es einfach nur darum, mit wem sitze ich am Tisch, ist es etwas, was mich reizt, passt es zu mir, ist es eine große Herausforderung und alle diese Punkte sind gegeben und deshalb ging es sehr schnell und deshalb ist es eine Top-Lösung für mich. Ja, vielen Dank. Christian Falk von Bild Sportbild. Thomas, ja. Du hast gesagt, der Kader gibt ja, dass man alle Titel mitspielen kann. Ja. Zum Spielsystem, es war jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen dazwischen Mannschaft und Trainer nicht so gepasst. Hast du denn schon eine konkrete Vision, wie du spielen lassen willst oder gibst du dir noch ein paar Zeit und Trainingseinheiten, wo du sagst, das schaue ich mir jetzt erstmal an? Oder hast du ich würde gern ein paar Trainingseinheiten Zeit geben, ich fürchte nur, es wird keine geben. Ich habe meinen Trainingsplan angeschaut und mit den Nationalspielern bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir uns sehen werden, aber am Freitag vielleicht zum ersten Mal trainieren, vor dem Samstag. Und dann glaube ich, geht es, also es war ja auch deshalb überraschend, weil absolut die Möglichkeit zu dem Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt in der Hochphase der Saison besteht ja die Möglichkeit, wirklich alle Titel zu holen. Das zum einen natürlich dann ein überraschender Zeitpunkt, aber zum anderen, glaube ich, nicht angesagt für große Wechsel in der Systematik, große Wechsel in den Abläufen zu Spielen, bevor Spielen. Ich glaube, das ist jetzt nicht nötig. In Details ja, weil es gibt ja mit Sicherheit Gründe, weshalb die Ergebnisse und die Leistungen so in den letzten Wochen dazu geführt haben, dass die Entscheidung gefällt wurde. Das muss es auf jeden Fall geben, aber ich glaube, weniger ist mehr und ich habe eine Idee davon, was man machen kann. Ich habe volles Vertrauen, große Vorfreude auf den Kader. Das setzt mich natürlich unter Druck, aber so ist es. Wenn du bei Bayern unterschreibst, dann brauchen wir auch nicht drum herum reden. Dann geht es darum, alle Titel mitzuspielen und so viel wie möglich zu gewinnen. Und da, wie ich gesagt habe, weniger ist mehr. Und mal abwarten, da gehört auch ein Feedback von den Spielern dazu. Und da gehört jetzt auch von unserer Seite, von mir und meinem Trainerteam, eine tiefere Analyse dazu. Dafür war eigentlich gar keine Zeit, weil es war zwischen Donnerstagabend und zwischen Dienstagabend, Donnerstagabend nicht nur Verhandlungszeit. Und jetzt beginnt es eigentlich tiefer in die Analyse einzusteigen. Ja, vielen Dank. Machen wir weiter mit Torben Hoffmann von Sky, danach Marc Gabel und dann hier vorne. Ja, herzlich willkommen, Thomas. Ja, kurze Frage. Du hast es schon kurz anklingen lassen. Wenig Zeit jetzt vor Borussia Dortmund, dann ist gleich wieder englische Woche, Pokal gegen Freiburg, Bundesliga, Man City. Wenig Zeit in den Trainingseinheiten da irgendwie Impact zu geben, aber ja. Wo siehst du persönlich jetzt so den Ansatz, die Mannschaft jetzt auch irgendwie zu catchen und sind das Einzelgespräche, Gruppengespräche, wie geht man das als Trainer an, der jetzt tatsächlich sehr, sehr wenig Zeit auf dem Trainingsplatz hat? Ja, und trotzdem bin ich immer ein großer Fan, auf dem Trainingsplatz dann zu regeln und sich nicht tot zu reden und nicht tot zu analysieren, weil es werden jetzt auch nicht alle Spieler super happy sein und das ist ganz normal. Also da passiert ein großer Umbruch, wenn der Cheftrainer geht in der entscheidenden Saison. Da kann Unsicherheit entstehen. Vielleicht ist es für manche Spieler so, dass sie eher wieder eine neue Chance sehen. Das ist doch hier nicht anders wie überall anders auch. Und deshalb glaube ich, dass man am allerschnellsten Vertrauen zueinander fasst, wenn man auf den Platz geht tatsächlich. Und wenn es nur kleine Übungen sind, wenn es vielleicht nur kurze Spielformen sind, am Donnerstag und am Freitag erstmal über Kleingruppen und am Freitag dann zusammen, Samstagvormittag vielleicht noch eine kleine Einheit reinquetschen für taktische Dinge, dann ist das, glaube ich, trotzdem der größte Schritt, um da an den Verhaltensweisen dann kleine Schritte folgen zu lassen. Dass dann Gruppengespräche dazugehören und dass ich mir Feedback hole, auf jeden Fall von den Spielern. Aber ich möchte auch jetzt niemanden überfrachten, auch mich nicht, mit 20 verschiedenen Meinungen und Sichtweisen. Ich glaube, dass das dann allen hilft, egal wie die Gefühlslage ist, dann rauszugehen am Ende auf den Platz und das Gras zu riechen und einen Ball zu sehen und eine gute Spielform hinzukriegen, ein gutes Training hinzukriegen. Um einfach Vorfreude zu schaffen für einen Samstagabend. Das ist ein Riesenspiel, das ansteht
in der Konstellation natürlich noch größer für uns, als es für euch alle wünschenswert war und für uns jetzt wünschenswert war, aber so ist es. Und da gilt es jetzt, glaube ich, eher, ja, Vertrauen zu schaffen, Vorfreude zu wecken und gemeinsam loszulegen. Ja, danke. Dann Marc Gabel. Ja, Herr Tuchel, auch von mir herzlich willkommen. Können Sie schon mal was über Ihr Trainerteam sagen, das Sie mitbringen werden? Und werden Sie jetzt im Laufe der Woche mit jemandem wie Thomas Müller, mit Manuel Neuer, auch wenn er verletzt ist, mit Jo Kimmich schon mal telefonieren, um so ein bisschen nochmal vorab ein bisschen reinzuhören in die Mannschaft, um sich so ein bisschen die Problemfelder in Anführungsstrichen schildern zu lassen? Oder machen Sie das ganz bewusst nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich möchte auch die Spieler nicht in die Situation bringen. Also ich, dass man da über Vergangenes redet. Also wenn wir miteinander sprechen, und da bevorzuge ich auch jetzt ganz klar das persönliche Gespräch, und da haben wir jetzt, glaube ich, auch Zeit bis Montag und bis Dienstag noch zu warten. Aber es geht jetzt, glaube ich, in den Gesprächen dann auch nicht darum, die Vergangenheit aufzuarbeiten, sondern es geht darum, Draht zueinander zu finden, Lösungen zu finden, ein Gefühl füreinander zu kriegen und sich zu spüren und sich dann auch zu erlauben, den Luxus zu erlauben, das abzuschütteln und nach vorne zu schauen, egal wie du dazu stehst und egal wie sich das anfühlt, weil es ist eine entscheidende Saisonphase und es gilt am Samstag das erste Ausrufezeichen, den ersten Schritt zu gehen, das erste Ausrufezeichen zu setzen. Was war der erste Teil Ihrer Frage? Mein Trainerteam. Ja, das war alles, also auch in der kurzen Zeit, gar nicht so einfach. Weder ich war darauf vorbereitet, noch mein Trainerteam war darauf vorbereitet. Deshalb auch ein großes Dank an die Flexibilität und an die Euphorie und an die Verrücktheit von allen Familien und allen meinen Co-Trainern, daran immer wieder auch mir zu vertrauen und sich von mir überzeugen zu lassen in allerkürzester Zeit. Es wird der Arno Michels und der Scholt Löw dabei sein aus meinem Team, die schon über 10 Jahre und von Anfang an mit mir zusammenarbeiten. Und wir hoffen, dass wir noch Anthony Barry dazu bekommen, der aktuell noch bei Chelsea unter Vertrag steht, und kämpfen dafür und sind zuversichtlich, weil es mein absoluter Wunsch ist. Und mit den 3 Assistenten werden wir nächste Woche beginnen. Danke, dann machen wir hier vorne weiter. Ja, hallo, Augsburger Allgemeine, Florian Eiserle. Frage an Sie, Herr Tuchel, aus der alten Heimat gewissermaßen. Sie haben ja eine Verbindung mit Julian Nagelsmann. Damals beim FC Augsburg haben Sie ihn gewissermaßen auf die Trainerlaufbahn sanft geschubst. Jetzt kommt es zu dieser Konstellation ein paar Jahre später. Das Leben spielt manchmal komisch, aber ist das für Sie jetzt noch mehr als eine besondere Randnotiz? Oder? Ja, es ist nie schön, weil wir wissen natürlich alle, dass die Trainerstelle auch immer nur frei wird, wenn sie freigemacht wurde. Das hat so das ist einfach die Logik des Geschäfts. Und es ist ja nicht so, dass es mich noch nie getroffen hat. Ich glaube, dass jeder weiß, und ich glaube, dass du dich dem zu 100% verschreibst, wenn du für einen Club wie Bayern München spielst, dass das passieren kann. Ich kann mich reinversetzen, ich kann es nachvollziehen, dass das für Julian im Moment sich sehr, sehr, sehr bescheiden anfühlt. Es ist nicht meine Verantwortung und deshalb erlaube ich mir dann auch trotzdem positiv und mit voller Vorfreude den Job anzunehmen und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, weil es mir nicht zusteht. Ja, vielen Dank. Jetzt machen wir auf der Seite wieder weiter. Flankenwechsel. Erst Tobi Altscheffel von Bild Sportbild und dann Julian Wolf von Welt am Sonntag. Hallo Tuchel, erstmal mit Julian Nagelsmann, werden Sie da persönlich noch das Gespräch suchen oder gehört das eher nicht dazu? Und Sie haben es richtig gesagt, Sie sind jetzt in der Phase der Saison gekommen, wo es um die Titel geht. Sie haben viele Chancen, Sie können gleich 3 Titel gewinnen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das andere Szenario, und dass Sie die Vorlage nicht verwerten. Ja. Gibt es diesen Gedanken auch, dass man quasi sagt, okay, man könnte auch mit einem Malus in die nächste Spielzeit starten? Tja, klar, also das ist völlig klar. Wenn du in der Verantwortung stehst du in der Verantwortung. Die Saison, die Julian begonnen hat, und die Ausgangslage, die Julian mit der Mannschaft geschaffen hat, dass wir in der Lage sind, Ende März alle Titel zu gewinnen, dann gilt es, die Chance zu verwerten. Aber es bringt dem Stürmer auch nicht viel, wenn er sich vorher überlegt, ob er den Ball im nächsten Spiel vorbeischießt. Das kann tatsächlich passieren, aber es hilft nicht viel, darüber nachzudenken. Und wenn es passiert, dann muss er stark genug sein, mental stark genug sein, um vielleicht um
die nächste Chance wahrzunehmen und die zu machen. Und so ist es ein bisschen auch, glaube ich, für mich. Es bringt jetzt nichts. Natürlich gibt es eine Risikoabwägung und natürlich, wir sind ja nicht, sprechen wir darüber, wenn wir aus der ersten Sitzung rausgehen und sagen, ja klar, es gibt eine Riesenchance, aber wir kennen die Mannschaft nicht, wir kommen jetzt wirklich aus dem Modus von mehreren Monaten, die wir nicht zusammengearbeitet haben, auch als Trainerteam. Es wird hoffentlich einer dabei sein, der die Bundesliga gar nicht kennt. Wir waren jetzt alle nicht super intensiv in der Materie, da liegen auf jeden Fall auch Risiken drin, aber es ist ja trotzdem so, dass wir den Druck lieben, den Stress lieben, das, was mein Leben ausmacht und meine Leidenschaft für das Spiel und für den Wettbewerb auf dem allerhöchsten Niveau ist viel, viel höher dann als die Bedenken, was alles passieren kann. Wenn es passiert, dann werden wir Verantwortung dafür übernehmen und werden versuchen, es besser zu machen. Und jetzt gilt es erstmal, das Vertrauen auch zu haben, das Selbstvertrauen zu haben und offenen Auges da reinzugehen. Und wir werden mit allem, was wir haben, versuchen, diese drei Titel zu holen. Dafür sind wir da, für nichts anderes. Zu der Frage, ob ich mit Julian direkt spreche, mit Sicherheit jetzt nicht gleich, nicht weil ich respektlos sein möchte. Es war immer so, ich glaube, dass mir das jetzt auch persönlich nicht hilft, seine Sichtweise der Dinge zu haben. Ich möchte jetzt einfach komplett unvoreingenommen anfangen und am Montag starten und dann wird sich mit Sicherheit, irgendwann werden sich unsere Wege kreuzen und wir werden darüber auch sprechen. Mein Verhältnis zu Julian ist aus meiner Sicht davon zu 0% betroffen. Ja, vielen Dank dann, Julian Wolf. Ja, hallo Herr Tochel, auch von mir willkommen. Ehrlicherweise wurde meine Frage eigentlich jetzt schon gestellt, aber ich schwenke kurz um. Vielleicht können Sie noch mal zu Dortmund was sagen. Da trifft ja eigentlich wieder so der Spruch zu solche Geschichten. Schreibt nur der Fußball, dass es jetzt ausgerechnet gegen Dortmund für Sie geht. Was bedeutet das für Sie und mussten Sie auch ein bisschen vielleicht schmunzeln, als das klar wurde, dass Sie zu Bayern kommen und es geht als erstes gegen Dortmund? Ja, weil, also ob Sie es mir glauben oder nicht, ich war relativ naiv in dem ersten Gespräch, in den ersten 30 Sekunden, weil ich wusste nicht, was wir besprechen und um was es geht. Und als es dann irgendwie sehr schnell klar wurde, dass es tatsächlich um sofort geht, ist der Groschen dann erstmal gefallen, dass es dann natürlich auch direkt mit Dortmund startet, mit einer Länderspielpause davor. Die Herausforderung kann nicht höher sein. Die Konstellation mit mir, okay, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Es gibt immer Spieler, die mal dort gespielt haben und hier gespielt haben. Es gibt immer mal einen Trainer, der vorher dort trainiert hat. Das ist jetzt eine ganze Weile her. Dadurch entstehen jetzt, glaube ich, jetzt, ja, vielleicht für Sie schon, aber für mich jetzt nicht die ganz großen Geschichten. Ich habe ein, zwei Nachrichten bekommen von Leuten aus dem Staff und die sich freuen, auch mich zu sehen. Das wird auch so sein. Aber die Wichtigkeit ist natürlich ganz klar. Es ist das Spiel im deutschen Fußball. Es hat jetzt eine ganz neue Brisanz bekommen durch unseren Rückstand in der Tabelle und durch den außergewöhnlichen Ergebnislauf des BVB. Und dann da wissen hundertprozentig darüber Bescheid. Es ist so, wie es ist. Hat uns nicht davon abgehalten, dann weiter zu verhandeln und die Aufgabe mit Vorfreude anzugehen. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch drei, vier Fragen, bevor wir dann zum Ende kommen. Georg Holzner vom Kicker bitte, hier oben und danach gleich daneben. Hallo Herr Tobel, grüß Sie. Wann haben Sie sich das erste Mal mit dem FC Bayern beschäftigt? Ist es so etwas nach Ihrer Zeit bei Chelsea, dass man sagt, das spielt im Hinterkopf Gedanken, dieser Kader, dass man sich das mal anschaut, vielleicht ein paar Szenarien durchdenkt? Oder ist es wirklich dann eine kurzfristige Sache, so wie jetzt von ab Dienstag und dann zerpflückt man das Ganze, was hier vor einem liegt? Ich habe das für mich gelernt, mich davon zu befreien. Also natürlich kenne ich den Kader und die Leistung. Ich schaue ja, auch wenn ich dann aus dem Job raus bin, wie bei Chelsea, leider, schaue ich ja weiter Champions League, ich schaue weiter Fußball die ganze Zeit, weil es meine Leidenschaft ist und weil es meinen Tag schöner macht, wenn ich Fußballspiele schauen kann. Und deshalb ist total offensichtlich. Ich meine, die Vorrunde, die beiden K.O.-Spiele gegen, vor allem in der Champions League, waren herausragend gut. Da gibt es überhaupt keine, also das ist meine persönliche Meinung. Und das wusste ich natürlich. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, weil ich mir das abgewöhnt habe, nach Mainz und nach Dortmund und immer wieder so durch diese freie Zeit, die ja dann
auch teilweise selbst gewählt war, mir einen Kopf zuzumartern, was sein kann, weil du kannst leider als Trainer, ist zumindest meine Erfahrung, es gar nicht beeinflussen, wer dich kontaktiert, wann dich ein Verein kontaktiert, welcher Verein dich kontaktiert. Deshalb ist es eigentlich total unerheblich und ich habe es mir wirklich auch angewöhnt, das nicht zu tun, weil es überhaupt nicht zielführend ist. Du musst warten, du musst geduldig sein und es war am Dienstagabend, spät am Abend, habe ich mir zum ersten Mal ernsthaft Gedanken gemacht über Spielsysteme, über Tiefe, über den Kader, aber der Eindruck auch von außen, wenn sie bei Chelsea arbeiten, die haben mit Frank Lampard gegen in dem Corona-Turnier dann in der Champions League sehr, sehr deutlich verloren. Die Meinung bei Chelsea über Bayern München, die Meinung in England über Bayern München in Paris, die ist extrem hoch, egal ob sie mit Spielerberatern, Spielern, Vereinsverantwortlichen sprechen. Und das hat einen Grund. Niemand spielt gerne gegen Bayern, weder in Europa noch in der Bundesliga. Und deshalb ist das total offensichtlich, die Größe des Clubs, die Stärke, die Kraft, die der Club hier entwickeln kann, das ist einfach, darüber braucht man nicht lange nachdenken und das triggert natürlich sofort und deshalb hat das dann am Dienstagnacht dann begonnen. Jetzt machen wir die letzten zwei Fragen. Die Dame hier vorne bitte. Vielen Dank. Hallo, herzlich willkommen zurück in München. Danke. Erstens, warum nur 2 Jahre Vertrag? Der Vorgänger hatte 5, war das Ihre Entscheidung? Und die zweite Frage, jetzt nach der Premier League, ist das jetzt ein Rückschritt von der Qualität her, in der Bundesliga zu spielen? Also einfach mal direkte Frage, würde Union Berlin oder Freiburg in England auch unter den Top 6 stehen? Sie werden mich nicht verleiten, jetzt über Union Berlin und Freiburg zu sprechen, was mir in keiner Weise zusteht. Aber ich glaube schon, dass es auch kein Geheimnis ist, dass die Liga in England, die Premier League, natürlich eine extrem außergewöhnliche Liga ist mit der höchsten Herausforderung aktuell in Europa. Und dazu stehe ich nach wie vor, weil das war meine Meinung, als ich bei Chelsea trainiert habe. Das war meine Erfahrung am eigenen Leib und das hat sich jetzt auch nicht geändert, weil ich in die Bundesliga zurückgekommen bin. Ich finde, dass der FC Bayern, um die Frage ein bisschen umzudrehen, einen Kader hat, der in der Premier League um den Titel spielen würde, in der Breite und in der Tiefe. Und einen Kader auch aktuell hat, der 20 Mannschaften, der 4 Spiele mehr spielen könnte als in der Bundesliga, der 2 Pokale spielen könnte und der auch mit 6, 7 absoluten Top-Teams konkurrieren könnte um den Titel. Das ist eigentlich der Umkehrschluss für mich. Und ich vergesse ständig einen Teil der Frage. Zum 2-Jahre-Vertrag. Ja, es ist ein Fortschritt bei Chelsea. Ich habe in 18 Monaten angefangen. Jetzt haben wir 2 Jahre und, glaube ich, 2 Monate. Das ist für mich, spielt es keine große Rolle. Ich fühle mich extrem wohl mit der Laufzeit. Es gab mal ein paar Minuten die Diskussion, ob 2 oder 3. Wir können da ganz ehrlich drüber sprechen. Wenn das gut ist, dann werden wir es versuchen zu verlängern, wenn sich alle wohlfühlen. Und wenn sich irgendjemand auf dem Podium nicht wohlfühlt, dann wird es auch nicht länger gehen, egal was auf dem Arbeitspapier steht. Deshalb ist es ein Beruf, in dem es um Leistung geht. Es ist ein Beruf, in dem es wirklich, glaube ich, auch um Momente geht. Kader verändern sich, Führungsstrukturen verändern sich. Manchmal auch zum Leidwesen, habe ich das erfahren in Chelsea, dass sich komplette Führungen verändern. Bei Paris war es ähnlich, da hat sich der Sportdirektor verändert. So, sie haben einfach manche Dinge nicht im Griff. Deshalb gibt auch ein kurzer Vertrag mir auch eine Freiheit und immer wieder neu zu entscheiden, wenn es dann hoffentlich so kommt, dass es dann meine Entscheidung wird. Und dafür werde ich natürlich alles tun. Aber ich finde die Laufzeit perfekt. Ich fühle mich sehr wohl damit und werde natürlich im ersten Schritt erstmal versuchen, das Vertrauen zu gerechtfertigen und zu erfüllen. Ja, wunderbar. Dann machen wir jetzt die letzte Frage. Torben Hoffmann, bevor wir dann für die Fotografen noch ein Motiv hier machen. Ja. Torben, das finale Furioso. Danke dir. Wird auch nicht schlimm. Hassan, wie geht es eigentlich weiter mit Michael Rechner, mit dem Torwarttrainer, den er vor kurzem Julian Nagelsmann auch noch haben wollte, der installiert worden ist? Macht er weiter, Thomas, für dich dann auch kein Problem? Ja, er macht weiter. Er ist ein absoluter Topmann und der wird bleiben und mit uns zusammenarbeiten. Das haben wir schon besprochen. So, dann
herzlichen Dank an alle. Jetzt machen wir noch das Fotomotiv. Ich würde so. Okay, herzlichen Dank an alle. Schönes Restwochenende. Bis bald. Ciao.